Prinz Andrew. Sein Auftritt ansorgt für Wirbel. Am Ostersonntag versammeln sich die britischen Royals traditionell in der St. George Chapel auf Schloss Windsor. Neben König Charles, 74, und seiner Gemahlin Königin Camilla, 75, nahm in diesem Jahr auch sein jüngerer Bruder Prinz Andrew, 63, an dem Gottesdienst teil und betrat die Kirche unmittelbar nach dem Königspaar. Das kam allerdings nicht bei allen gut an, denn wegen seiner Verwicklungen in den Epstein-Skandal steht Andrew weiterhin in der Kritik. Zwar streitet er bis heute alles ab, von seinen royalen Pflichten musste er dennoch zurücktreten. Auftritte wie diese sind seitdem eher selten für Prinz Andrew und genau deswegen sorgt er jetzt für Unmut. Auf Twitter schreibt ein User: Ich dachte, Charlie Boy, König Charles, AMD. Red, würde diese Gauner niedermachen. Ein harter Ton, der darauf anspielt, dass der 63-Jährige nicht gerne bei Events wie diesen gesehen wird. Zuletzt wurde ihm sogar vorgeworfen, dass er versuche, sich zurück ins öffentliche Leben zu schleichen, nachdem er an der Party des Royal Victorian Order teilnahm. Berichtet Express. Auch der ehemalige Parlamentsabgeordnete Norman Baker findet kritische Worte und äußerte gegenüber The Sun: Andrew, wird einfach erlaubt, sich für einen Tag als König zu verkleiden, obwohl er eigentlich eine lange Zeit des Schweigens absitzen sollte. Beim Gottesdienst am Ostersonntag in der St. George Chapel auf Schloss Windsor zeigt Prinzessin Charlotte, 7, wie ähnlich sie ihrer Mutter Catherine, Princess of Wales, 41, eigentlich ist. Auf dem Weg aus der Kirche heraus blickt das Duo fröhlich zu den Kameras, während Kate strahlend in die Linsen winkt. Wagt auch Charlotte ihre ersten Versuche und winkt ebenfalls. Zwar wirkt die kleine Prinzessin dabei noch recht zurückhaltend und setzt nur zu einem schüchternen Winken an. Aber es wird deutlich, dass sie sich hervorragend an ihrer Mutter zu orientieren versucht. Die Tochter von Prinz William, 40, scheint bereits zu wissen, wie sie mit den vielen FotografInnen umgehen muss und ist gewappnet für das Leben in der Öffentlichkeit. Stets freundlich, auch wenn auch noch etwas zurückhaltend, weiß sie bereits, wie sie sich vor den Kameras verhalten soll. Auch optisch setzt das Mutter-Tochter-Gespann auf ähnliche Looks und fühlt sich in den blauen Looks sichtlich wohl. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Daily Mail Kuuk, Express Kuuk, Tesun Kuuk.